Ivar tötet. Ihr könnt euch meine Gnade verdienen. Eure Drohungen beeindrucken mich nicht mehr. Macht euch bereit, Zauberer. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Cool, hehe, zusammen mit Siegfried. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Beringar traf seine Entscheidung. Er wusste, wo Yavet sich versteckt. Er wusste auch, dass ich den Zauberer früher oder später finden würde. Er wusste, für jeden von uns wäre es Selbstmord gewesen, Yavet allein entgegenzutreten. Sehr gut, das ist doch mal was. Zusammen mit Beringar jetzt gegen Azayavet kämpfen. Natürlich aber mit meiner neuen Waffe und nicht mit dem Silberschwert. Moment. So. Boah, Alter, der hat's aber auch drauf, muss ich sagen. Azayavet. Direkt mal ein bisschen weg. So, und jetzt den starken Kampfstil rein. So. Dann würde ich sagen, greifen wir den doch hier mal an. Boah, what? Jetzt gibt er mal, jetzt blendet er mich genauso wie Ayla mich geblendet hatte, aber. Ja, er sagt, ich sitze ganz tief in der Scheiße. Aber. Was ist denn mit Beringar? Steh auf, du Idiot. Will der mir nicht helfen? Bam, so. Kämpf, greif an. Oh, leck, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey, was ist das für ein Kampf hier? Ja, okay, ich kann gar nichts machen. Das ist nicht so toll und Beringar hilft mir nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Oh, was zur Hölle ist das denn jetzt? Ja, jetzt bin ich tot. Ja, jetzt bin ich tot. Aber ich konnte es nicht ändern. Na super, und jetzt muss ich zuerst nochmal gegen die beiden Ritter kämpfen, oder? Na super. Jetzt geht's zuerst nochmal gegen die beiden Mutantenritter. Also dieser Kampf hier war, um kurz zu sagen, scheiße. Beringar hat nur da rumgelegen und ist sich aufgestanden. Und Yavet hat mich immer hingeschmissen. Boah, ja, jetzt muss ich wieder gegen die Mutanten kämpfen. Was soll denn der Mist? Oder kann ich hier direkt weiter? Nee. Na super. Was soll der denn Mist? Ich kann nach dem Mutanten gar nicht mehr speichern. Das geht gar nicht mehr. Okay, dann werde ich den Kampf gegen die Mutanten aber überspringen und dann erst. Wie ärgerlich. Ja, halt's Maul. Ich kann das kaum. Und dann erst bei dem Kampf gegen Azayavet wieder einsetzen. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, ich bin noch am Kämpfen, aber schaut mal auf mein Leben. Ich habe fast noch volles Leben, das ist der letzte. Also diesmal hat der Kampf wesentlich besser funktioniert wie das letzte Mal, weil ich eben direkt einen angegriffen habe mit dem starken Kampfstil und den anderen immer weggepokt hatte mit dem Zeichen, mit dem A-Zeichen. Deswegen hatte ich immer freie Bahn. Was ist jetzt los? Deswegen hat das wesentlich besser geklappt. Und ja, jetzt habe ich volles Leben. Das ist schon mal nicht schlecht. Und gut, jetzt geht's hier gegen Azayavet einmal mehr. So, ich überspringe jetzt aber die ganzen Gespräche, weil das haben wir jetzt alles schon gehört. So, jetzt kommt Beringar noch dazu. Der gute Alte, ich hoffe mal, dass er diesmal mehr bringt wie eben. Eben hat er sich ja direkt abgelegt. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. So, das hier überspringe ich jetzt aber auch. Ich will speichern. Was ist los? Ah, es geht nicht. Okay. Falsche Waffe. Ich hoffe mal... Ah, jetzt liegt Beringar schon wieder da und steht wahrscheinlich... Ah, doch, er steht auf. Er steht auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kämpfen wir beide mal gegen Azayavet hier. Ah, jetzt hat er uns geblendet. Und jetzt... Mal sehen, aber... Ah, diesmal steht er aber immer wieder auf. Das ist schon mal eine nette Geste. So, ups, jetzt habe ich... ne, okay. Ich hatte gedacht, ich hätte Beringar jetzt hingeschmissen, aber doch nicht. Sitzt ganz tief in der Scheiße. So. Das sieht... Oh, Mann.
So, oh, wieso schmeißt er mich hin, wenn ich gar nicht bei dem bin? So, ich hau jetzt mal ab. Renn weg, renn weg, renn weg. So, eine Schwalbe trinken. Oder wie es heißt. Ja, sehr gut gemacht von Beringer. Der hat Asajavid jetzt mal gerade abgelenkt. So, das hier wird noch ein spannender Kampf. Ja, jetzt falle ich natürlich wieder hin. So kennen wir das schon. Aber jetzt verschaffe ich mir mal ein bisschen Zeit. So. Und zwar, um mir noch ein kleines Schutzschild aufzubauen. Ja, okay. Hat aber nichts genützt. Das ist schon mal... Ah, Mann. Das ist schon mal schlecht. Wie viel Leben hat der noch? Boah, der hat noch die Hälfte. Oh, ich komme gar nicht zum Angriff. Ja, das ist super. Beringer steht jetzt auch nicht mehr auf. Ja, was soll ich denn hier machen, bitte? Eure Tricks sind vergeblich. Jetzt steht Beringer wieder auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon mal nichts Schlechtes. Noch einmal das Schild angemacht. So, jetzt kämpfen wir mal richtig gegen Asajavid. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ja, und jetzt fliege ich wieder hin. Reiße euch in Stücke. Laber nicht, kämpf. Boah, aber es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Weil er hat nicht mehr allzu viel Leben. Und jetzt ist er so gut wie... Jawohl! Da ist es! Asajavid... Oh. Oh, wow, wow. Oh, Beringer ist auch tot. Das ist natürlich scheiße. Aber Asajavid ist tot. Das hier brauche ich das nicht. Okay, das ist scheinbar alles nicht so wichtig. Aber Asajavid ist besiegt. Gut, ich sollte das Labor untersuchen. Der Spiegel. Was gibt's hier noch? Sonst nichts außer dem Spiegel. Aber auf jeden Fall mal speichern. Das ist jetzt mal scheiße, dass Beringer gestorben ist. Ich hatte eigentlich gedacht, der wäre jetzt hier sowas wie unverwundbar. Hm, schade. Spiegel. Ah, okay. Javid, könnt ihr mich hören? Was geht hier vor? Machen die Experimente Fortschritte? Ich brauche die mutierten Ritter des Ordens dringend in Vizimar. Und schickt mir mehr von den Misslungenen. In dem Stadium kann ich mir keine Verzögerungen leisten. Antwortet. Javed ist tot. Hexer Geralt. Rechnet wieder mit mir, Großmeister. Bald. Wow. Also der Großmeister war mit Javed verbündet. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Oh, aber okay. Endlich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. So leicht bringt man mich nicht um. Und euch offenbar auch nicht. Habt ihr in den Katakomben etwas entdeckt? Das wird euch nicht gefallen. Hexer! Ja, erzählt mir von... Nee, erstmal der Anführer der Salamandra ist tot. Der Anführer der Salamandra ist tot. Vortrefflich. Und die schlechte Nachricht? Alles spricht dafür, dass der Orden hinter den Salamandra steckt. Ihr lügt. Es gibt Beweise, Siegfried. Wir sollten den König informieren, ehe es zu spät ist. Wir können ein Boot am Dock benutzen. Treffen wir uns dort. Ausgezeichnet. Gut, ja. Ich muss den König warnen. Das ist natürlich nicht so toll, dass der Orden da mit den Salamandra Sache gemacht hat. Boah, bis zu dem Boot ist es aber weit. Sehr weit sogar. Hm, okay. Ich laufe mal zusammen mit Siegfried. Gut, also ich hätte eigentlich gedacht, dass Asajavid der Endgegner ist. Ist er scheinbar doch nicht. Okay. Dann wird wohl